Bei vielen Gebäuden werden massive Baustoffe verwendet, deren Herstellung einen hohen Energie- und Rohstoffverbrauch fordert. Schwere Baumaterialien verursachen zudem hohe Transportkosten und eine Menge Abfall. Natürliche Ressourcen und fossile Brennstoffe sind knapp. Wir müssen deshalb nach umweltschonenden Alternativen Ausschau halten. Wussten Sie, dass für die Gebäudehülle eines durchschnittlichen Einfamilienhauses rund 90 Tonnen massiver Materialien benötigt werden? Mit modernen Baustoffen dagegen kann die Materialmenge auf 10 Tonnen reduziert werden. Hier wird klar, weniger ist mehr. Weniger Rohstoffe, weniger Energieverbrauch, weniger Abfälle. Dafür braucht man Hochleistungsmaterialien, die leichter, dünner und stabiler sind. Stellen Sie sich ein Material vor, das dünn ist wie Glas, leicht wie Muschelkalk, haltbar wie Stein, stark wie Beton und vielseitig wie Holz. Die Lösung heißt Faserzement. Dieser leistungsfähige Werkstoff vereint all die positiven Eigenschaften durch die Verbindung von Zement, Wasser, Zellulose, Textilfasern und Luft. Darüber hinaus hat Faserzement eine gute Ökobilanz, denn die Rohstoffe werden lokal gewonnen mit Zement aus regionalen Steinbrüchen und Zellulose aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Die Herstellung von Faserzement ist sauber und einfach und benötigt nur wenig Energie. Zudem können die Produktionsabfälle wiederverwertet werden. Textilfasern und Zellulose werden mit Wasser gemischt. Zement wird hinzugefügt. Das nasse Material wird aufgewickelt und ausgerollt. Die mehrschichtige Faserstruktur macht es stabil und haltbar. Das Wasser wird herausgezogen und die Platten werden gepresst. Nach dem Trocknen können die Platten ihre natürliche Farbe behalten oder mit Farben auf Wasserbasis beschichtet werden. Faserzement gibt es in verschiedenen Formen. Als kleine Schindeln, große Tafeln oder als Wellplatten. Faserzementprodukte benötigen nur wenig Lagerfläche, haben ein geringes Transportvolumen und lassen sich einfach montieren. Faserzement ist ein äußerst vielfältiges Baumaterial. Es kann innen wie außen verwendet werden und eröffnet kreative Einsatzmöglichkeiten für moderne und traditionelle Architektur. Für die gesamte Gebäudehülle bietet Faserzement Schutz gegen Feuer, Pilz- oder Insektenbefall, Feuchtigkeit und aggressive Umweltbedingungen. Dächer und Fassaden aus Faserzement sind äußerst beständig. Über Generationen hinweg halten sie Frost, Stürmen und extremen Temperaturen stand. Weniger Ressourcenverbrauch, mehr Leistung. Faserzement bietet energieeffiziente Lösungen für Neubau und Sanierung. Heute und morgen.